damit willkommen zurück zu einem weiteren Stream von Division of Space. Ja, heute mit Neon Blight. Das ist zumindest der Plan. Ja, zugegebenermaßen habe ich schon kurz mal reingeschaut in das Spiel gestern. Deswegen ist ja auch ein wunderbarer Fortsetzungsbalken. Button eher gesagt. Und. Ich spiele immer noch zu laut, oder? Ich mache die Musik noch ein bisschen leiser. Ich glaube, der Rest ist okay. So ist besser. Ja, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Mal gucken, wie das Spiel so ist. Also, ich hatte direkt am Anfang so, schon so ein, zwei Bugs gehabt und mit der Menüstörung, mit Controller, ist ein bisschen tricky. Aber, ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir machen uns einfach selbst einen Eindruck und fangen ein neues Spiel an. Das Ganze ist auf jeden Fall ein Pixel-Art, ja, Top-Down-Shooter-Spiel? Nee, darf man das am besten? Grinden und Co. und Waffenladen haben und einfach ein neues Spiel starten. Weil ich finde es komisch, dass die Steuerung halt so rum ist. Ich will das so, ist irgendwie sinnvoller. Gut. Ja, auf jeden Fall können wir unseren eigenen Waffenladen hier in dem Spiel führen. Und ja, ein bisschen gegen der Kunden Leute abknallen, um Waffen zu sammeln. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal direkt rein und ja, starten. Neo Chongping, 28. August 2233. Franco. Ist die Stadt von hier oben nicht wunderschön? Sie hat was. Manchmal vergesse ich, dass die Stadt ein einziges Drecksloch ist. Ich starre in die endlosen Skyline und bewundere den Einfallsreichtum der Menschen. Wir befinden uns an der Schwelle zu einer strahlenden und schönen Zukunft. Ich spüre es. Seit wann bist du so philosophisch? Ich will kurz mal anmerken, bevor ich weitermache. Hier haben wir gerade unseren Main Character, den wir gleich spielen werden, Lara. Und achte ein bisschen auf ihr Aussehen. Jetzt sieht sie aktuell noch aber anders aus als gleich in-game. Was dann ein paar Jahre später spielt. Fand ich recht interessant. Ich weiß nicht, ich versuche einmal positiv zu denken. Und anscheinend, ja, sind wir bei der Polizei, wie wir gerade so sehen. Wie hier mit dem Auto durch die Luft fliegen. Der Hintergrund sieht ziemlich geil aus, würde ich sagen. Hat was. Ah, oh, Franco, du hast es geschafft. Hör mal, ich glaube, du hast recht. Da unten passiert so viel, aber wenn wir es aus der Ferne betrachten, ist es ein wahres Wunder. Wir haben Berichte über Schüsse an der äußeren Grenze erhalten. Wir brauchen sofortige Unterstützung. Polizisten vor Ort antworten nicht. Und zurück ins echte Leben. Einheit 114 hier, gebt uns die Koordinaten. Koordinaten übermittelt. Ihr könnt loslegen, 114. Verstanden. Warum waren sie an der äußeren Grenze? Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. Und da landen wir bei unseren Kollegen, die nicht mehr so lebendig wirken. Zentrale, wir sind vor Ort. Zwei Polizisten am Boden, schickt den Rettungsdienst. Bestätigt, seid vorsichtig. Bereit, Lara? So bereit, wie man sein kann. Okay, dann los. Ja. Oh, da sind wir. Naja, Tutorial quasi. Ich meine schon irgendwas anderes hier machen. Ich habe mich schon erstmal nicht hier umgeschaut. Aber ich glaube, wir müssen direkt rein. Das ist Ausweichen. Das haben wir schon rausgefunden. Ja, geh einfach mal rein. Diesen Bunker anscheinend. Unsere Kollegen leider erschossen wurden. Ärgerlich. Du gehst nach Norden. Ich nach Osten. So geht's schneller. Ja, nö. Nein, machen wir natürlich. Oh, schon da ja was. So, kann man die Dinge eigentlich kaputt machen? Nee. Okay. So, jetzt kommen jetzt die ersten Gegner. Ich habe gespielt, bis wir in unseren Laden kommen. Dann habe ich aufgehört. Also, ja. Mal schauen. So, jetzt haben wir unsere Waffe und ich glaube, muss ich mich auf jeden Fall erstmal gewöhnen. Haben wir. Ich will die Sachen hier kaputt machen. Was geht da nicht? Finde ich sehr schade. Warum nicht? Weil ich glaube, man kann die Spinte hier maybe aufmachen. Ah, oder auch nicht. So. Und was zu looten. Selbstverteidigungswaffe Modell CSD-12 wahrscheinlich. 23 Schaden. Was hat unsere? Keine Ahnung. Das ist gefühlt einfach die gleiche Waffe. Kann man es irgendwo nachschauen? Das ist das Menü.
Das finde ich übrigens sehr komisch hier, die Controllersteuerung im Menü. Ich kann komplett nach außen gehen und es geht automatisch zurück in die Mitte und ich muss ganz langsam dahin. Oh, das will aber automatisch, weil ich irgendwie ein bisschen nachgebe, wird es automatisch wieder zurück in die Mitte. Finde ich ein bisschen, komisch, sagen wir mal so. Ist das Gleiche, würde ich sagen, oder? Ja, ist das Gleiche. Kisten kaputt machen, vielleicht gibt es hier was. Weiß ja nie. Oh, leider nichts drin. Schade. So. Na, komm her. Leider tot. Sehr ärgerlich. War. Joa, fuck up. Zwei Waffen, drei, ich beide. Wenn die eine leer ist, dann wird andere weiter schießen können wir. Achso, müssen wir dann beide nachladen, okay. Oh. Lara, alles okay? Ja, mir geht's gut, alles sauber. Ich weiß auch nicht, warum die manchmal so Fragezeichen hinter haben im Text. Vielleicht von der Übersetzung her irgendwie, keine Ahnung. Also, die gehören da eigentlich nicht hin. Also, schön, dass wir viel mehr als alleine machen durften. Vielen Dank, Franco. Ja, ich denke schon. Du glaubst nicht, wen ich erwischt habe. Lucius Blade. In unserem Revier ist das zu fassen, Lara. Ich kann es kaum glauben. Aber hier ist er. Ging ja auch vor uns. Mal sehen. Das heißt, das war unser Revier, wo wir gerade rein sind? Das war... Also, so verstehe ich das gerade, dass das unser Revier war. Okay. Gut. 57 Anklagen wegen Mordes. 23 bewaffnete Raubüberfälle und 104 Anklagen wegen schwerer Körperverletzung. Hört sich doch eigentlich ganz nett an, würde ich sagen. Hat doch kaum was gemacht, der Typ. Du warst lange in den Knast, Lucius. Hahaha. Desplat. findest du es lustig? Deine Zahlen lassen mich aussehen wie ein Amateur. Oh, diese Fragezeichen macht mich wieder, ey. Deine Zahlen lassen mich aussehen wie ein Amateur. Eigentlich ist es weitere Verbrechen? Das würde doch nichts ändern, oder? Wir wissen doch alle, egal wie viele Verbrechen es waren. Ich gehe für hunderte Jahre. Ja, 100 Jahre in den Knast. Was machen da schon ein paar mehr? Dich erwarten 353 Jahre hinter Gittern. Boah, das ist sportlich, würde ich sagen. Oh, das ist weniger als erwartet. Holzkosten verladen. Hm. Schön. Aber seien wir ehrlich, wenn diese Nacht um ist, wird niemand wissen, wo ich bin. Was redest du da? Ach, komm schon. Du kannst doch nicht so naiv sein, oder? Du sitzt hier in Handschellen und hinter der Tür warten 34 Polizisten. Du gehst nirgendwo hin. Ich zähle 12. Du verstehst das nicht. Ich habe ungefähr die Hälfte unserer Polizisten gekauft. Eurer Polizisten gekauft. Es gibt einen Grund, warum ich nicht geschnappt wurde. Hör zu, lass uns einen Deal machen. Mir ist egal, was du zu sagen hast. Abschaum. Lassen wir ihn reden. Wir wissen nicht, was hier los ist. Mürrischer Kerl, oder? Komm zum Punkt. Wenn ihr mich nicht gehen lasst, schnippe ich mit den Fingern und lasse alle 12 treuen Polizisten sterben. Und ihr flieht eure Finger. Wenn ihr mich gehen lasst, könnt ihr eure Finger behalten und eure Freunde bleiben am Leben. Deal? Und sie haben die Deal anscheinend eingegangen. Denn, ja, 15 Jahre später... Und wir sehen schon ein bisschen älter aus, ein paar Schrammen, sehen ein bisschen, ich finde, wir sehen ein bisschen kaputt aus, so ein bisschen so fertig mit der Welt, finde ich, oder? Also, keine Ahnung. Vorher sah noch ein bisschen fresher aus. Ich glaube, es ist ein Narben im Gesicht, würde ich behaupten, was sie hat. Aber hey, ganz cool. Also anscheinend, sind Dinge passiert. Hey Franco, bin gerade angekommen. Gut. Gab es viel Verkehr? Verkehr in der Luft? Du kennst mich schon, meine Witze, ja. Ja, leider nur zu gut. Hey, lieber einen schlechten Witz als... Lieber schlechten Witz als gar keine Witze, ich weiß. Wir werden dich vermissen, Kleiner. Das Revier wird ohne dich nicht mehr selber sein. Also, verlassen wir anscheinend die Polizei. Haben Glück von all dem. Und ja, machen unseren eigenen Laden anscheinend ja dann auf. Wo wir Waffen verticken werden. Ach, hör schon auf. Ich bin sicher, dass Sam ein würdiger Nachfolger ist. Ganz ehrlich, der scheint nicht besonders helle zu sein. Gestern hat er seine Waffe auf dem Schreibtisch liegen lassen. Musste durch die ganze Stadt zurück, um sie zu holen.
Mach mal halblang. Er hat gerade erst angefangen. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht mit den Nerven am Ende warst, als du angefangen hast. Besonders in dieser Stadt. Ja, da hast du wohl recht. Deswegen werden wir dich vermissen. Du hast immer an uns alle geklaut. Wie dem auch sei, ich will dich nicht aufhalten. Du willst ja groß durchstarten, oder? Apropos, ich schicke dir 500 Credits. Warte mal, was? Wir sehen uns gleich. Franco nicht. Franco. Ach, dieser Mann. Ja, wir haben Geld bekommen. Geil. Also mindestens, wenn wir so viele Jahre bei der Polizei waren, oder? Also, wir haben auch nicht sehr viel auf dem Konto dafür, dass wir so lange auch bei der Polizei waren. Also eigentlich müsste da oben links ein bisschen mehr stehen, finde ich. Aber hey, das wäre langweilig, wenn wir dann Charles hätten, ne? Müssen wir irgendwie hocharbeiten. Hier ist unser Auto, das können wir auch jederzeit benutzen, um die Map zu reisen quasi, um dort Leute zu töten. Okay, und hier sind wir jetzt in der Town. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Neon Shop. Der Stop. Neon Stop. Okay, konnte ich mal reingehen. Gehen wir jetzt rein. Hallo. So. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich finde es in den Läden, dafür, dass außen alles so neon und hell ist, obwohl es eigentlich gerade dunkel ist, in den Räumen auf jeden Fall sehr dunkel. Hier, ich finde es ein bisschen, könnte ein bisschen mehr Beleuchtung in den Läden sein irgendwie. Aber hey. Hallo. Tenshia. Würde ich sagen, heißt sie. Hey, was gibt's? Ich schaue mir mal an, was du hast. Das hört sich super an. Sieh dich um. So, Maispflanze, Pfeilwurz. Das Dreieck der Natur. Okay. Achso, da muss ich jetzt warte. Nee, stopp. Nochmal neu. Nein, stopp. Ich darf jetzt nicht mit dem. Die Steuerung. Ich muss. Kann ich nicht irgendwie anders dadurch? Durch das Menü? Oh, verdammt. Warum? Bogenlampe, auch gut. Ein Bodenlampe sieht eher weniger aus, stimmt. Eine einfache Bodenlampe. Maispflanze, was haben wir da? Ist in der Tat kein Mais. Was heißt es dann? Maispflanze. Ein alter Teppich, Ausstellungseinheit. Erstandregal, das untere Super, Dekon, Weapon, irgendwas, Dings, der Wumster. Und eine Arcade-Maschine, die am teuersten ist. Da kann man den Preis nicht mal lesen, auch richtig nice. Wird aber schon noch alles gefixt. Ich will jetzt nicht alles hier vorlesen, weil das Menü ist gerade ein bisschen schwierig mit Controller. Gut, wunderbar. Hier können wir Sachen kaufen, um unser Shop wahrscheinlich einzurichten, könnte ich mir vorstellen. Das ist doch hübsch. So, was gibt's denn noch? Es gibt hier den Eden Blue. Das hört sich irgendwie so ein Club an. Ja, muss einfach direkt mal reingehen, hallo sagen. Okay. Ein Club, wo die Leute sehr motiviert tanzen. So, also das hat nicht richtig Bock, als wäre die Musik voll gut. Hier sitzt aktuell keiner. Kann ich mit denen reden? Nö. Schade. Mit ihm auch nicht? Ja, okay, gibt's den. Und hier ist keiner, der mir was verkauft. Ja, lass mal mittanzen. Ja. Richtig krass. Ah, auch vorbei. Okay, mit ihm ist eigentlich ganz nice. Aber ja. Hier ist halt gefühlt gar nichts. Schade. Gut. Was sind wir eigentlich noch so, wenn wir gerade ein bisschen Musik haben? Oben haben wir unsere Herzen, also wenn wir angehittet werden. Okay, müssen wir darauf logischerweise achten. Und drunter das Geld. Das grüne da, diese Medaille oder Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Weiß ich gar nicht so wirklich, was es ist. Oben rechts halt Datum und unser Rucksack. Questblock haben wir hier. Okay, überlappt ein bisschen, aber hey, ist wie eine Übersetzung halt so. Das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Und die Karte, und das ist einfach die Map, wo wir rumlaufen können und Leute abhängen können und looten können. Ich glaube, wir kommen immer hier unten raus und dann können wir hier rumlatschen und die Sachen machen. Ich glaube, mehr ist es halt nicht. Okay, es gibt Bosse, es gibt Läden auf dieser Map? Oder ist ja irgendwo die Stadt? Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber da wir nirgendwo sind, weil hier liegt so ein Spielermarker, noch kein Questmarker, I don't know. Und es gibt Teleporter und sowas, Begegnungen. Bin ich mal gespannt. So. Läuft das Stream eigentlich noch alles? Ja, vor allem ist ein bisschen doof, aber das ist super. Alles. Ich würde gerne mit Leuten hier reden, die rumrennen. Dem Medic Shop. Das ist wohl dann, ja. Guck mal, ist es zu dunkel. Aber egal. Hier ist der Doc. Hallo, was darf sein? Nix. Wenn du meinst. Ja, hier ist doch ganz cool hier.
Können wir uns halt heilen, dass wir mal Schaden bekommen und hier kommen wir leider nicht hoch. Schade. Bist du? Mit dir können wir reden. Nur dann. One-Armed Robot. Hallo Bürger, hättest du kurz Zeit? Ja klar. Letzte Nacht haben mir Verbrecher meinen rechten Arm gestohlen und sind abgehauen. Ich finde den Arm einfach nicht. Du musst ihn mir holen. Du bekommst auch eine Belohnung. Ja, warum nicht? Haben eh keine nichts zu tun. Sie haben ihn sich vor den Neon Store geschnappt. Das ist doch recht von uns, oder? Neon Stop. Und liefen nach Norden. Schau dich dort um. Cool, eine Quest angenommen. Okay. Das ist nice. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten in die andere Richtung und schauen uns hier noch um. Hier kommt man nicht rein. Der Ink. Können wir auch nicht rein. Ja, hier ist nur ein Werbeplakat. Hier unten auch. You're not driving partner. Aha. Ist das so eine KI oder was? Dann neben dem Lenkrad. Ja, okay. Why not? Mit dem können wir nicht reden. Kommt der Town Store. Und Biotech. The future. Ja, irgendwas. Dings, der Monster. Also, angeblich darf ich da rein. Und nichts steht auf Chester, aber es passiert gerade nichts. Vielleicht darf ich da einfach noch nicht rein. Debbie's Plant Shop. Pflanzenladen kommen wir auch noch nicht rein, aber man kann da rein. Theoretisch. Sei es ein Bug oder ein Feature. Weiß noch nicht dürfen. I don't know. Aber gut, wir sollen ja eigentlich eh zu unserem Laden. Also würde ich sagen, machen wir es jetzt auch mal, bevor wir hier irgendwas zerschießen. Oder? Also ich weiß schon, wo er ist, deswegen. Er ist hier links. Ja, lass erstmal in den Laden reingehen. Komm, scheiß drauf. Hallo, Laden. Neuer Name für deinen Laden. Okay. Übrigens, ganz kurz als Information an YouTube. Ich habe gerade jetzt erst gerade gemerkt, dass die Aufnahme nicht an war. Das heißt, ich habe nur gestreamt. Das heißt, ihr habt jetzt die ersten Minuten leider die Streamdatei gehabt. Mit schlechterer Quali. Das fällt vielleicht auf. Upsi. Passiert. Aber ich fange jetzt nicht immer neu an. Das wäre doof. Also, will ich nicht streamen, will ich safe machen. Aber im jetzigen Fall, nein. Wie nenne ich denn in unseren Laden? Wie nenne ich unseren Laden? Ich würde wieder das Minecraft-Projekt nennen. Space Astro. Hat irgendwie was, finde ich. Man könnte ihn auch. Die Division Factory nennen. Das sonst irgendwie cool. Ist mit Astro. Oder? Das hat doch was. Bam. Nehmen wir. Hi. Na nö, die kennen wir doch. Das ist doch diese Trencher. Ich habe den Namen vergessen. Oh, hi. Tanisha. Tetensha, wie auch immer. Oh, tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich heiße Tanisha. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Lara. Wie bist du hier reingekommen? Oh, tut mir leid. Also, ich habe gesehen, dass du angekommen bist und wollte dich unbedingt treffen. Die Tür war nicht verschlossen, also habe ich mich reingelassen. Warum war das schön nicht verschlossen? Ah, super. Du bist dann die neue Besitzerin des Ladens? Ja, er hat meinen Onkel gehört. Gregory ist dein Onkel? Dann bist du also die Nichte bei der Polizei, von der er erzählt hat. Er hat von mir erzählt. Ein wenig. Und jetzt lerne ich dich persönlich kennen. Es gibt da vielleicht etwas, worum ich dich bitten würde. Na klar. Was denn? Ein paar Dämonengangster machen mir das Leben schwer. Langsam wird es unheimlich. Zum Glück weiß ich, wo ihre Boss sich versteckt. Dann sag mir wo. Oh, nur, Connectic. Wir haben eine gewisse Vorgeschichte. Es ist in einem Bunker nördlich vom verlassenen Wald. Kommen wir hin. Alles klar, danke. Oh, bevor ich das vergesse, brauchst du ein Tutorial, wie du deine Sachen verkaufst? Ja, mach mal. Perfekt, ich werde dir erst die zeigen. Das sind die Auslagen. Hier stellst du deine Waren aus, um sie deinen Kunden zu verkaufen. Du musst auf deinen Kunden achten. Der Preis der Ware muss vernünftig sein. Die Kunden werden keine überteuerten Gegenstände kaufen, aber sie werden sofort loslegen, wenn du deine Gegenstände zu billig verkaufst. Es geht hier um ein gutes Gleichgewicht.
Baby. Okay. Du kannst deine Preisaufzeichnung in der Tagebuchregisterkarte deines Computers überprüfen. Ich verrate dir mal ein Geschäftsgeheimnis. Der beste Weg, um Gegenstände, Waffen und so zu bekommen, die äußere Grenze. Wahrscheinlich auch der einzige Bereich, wo wir überhaupt Waffen in dem Spiel herbekommen können, aber okay. Aber das hast du nicht von mir. Den Laden öffnen kannst du mit dem Computer. Und zwar mit dem riesigen Knopf rechts. Den kannst du nicht verpassen. So, das war's. Ich wollte sollte zurück zu Neon Stop gehen, bevor ich wütende Kunden bekomme. Wir sehen uns. Okay. Bis hierhin habe ich euch gespielt gehabt und hier habe ich einmal das den Bug letztes Mal auch gehabt, dass sie unten aus dem Bild nicht verschwindet und dass sie aber immer noch vor meiner Theke hier steht und ich nochmal mit ihr reden konnte. Wahrscheinlich der zweite Dialog, wenn sie irgendwann nochmal vorbeikommt. Und dann ist sie auch runtergegangen, war der auch stuck. nice. Okay. Ein Bug weniger, also haben wir nur noch einen halben oder noch einen statt zwei. Ach, egal. Wir haben unsere Ausstellungsdinger und ich finde, es ist ein bisschen wenig, vier Stück. Ich weiß nicht, wie viele Waffen wir bekommen, aber kannst du schon upgraden. Aber ja, wir werden sehen. Wir können mal kurz hier in den Computer gehen. Mit der wunderbaren Controllersteuerung, aber ich kann hier zum Glück so lang. Wir haben aktuell geschlossen. 0 Kunden, kein Cash angenommen und wir können oben verlassen, okay. Ladenbewertung ist bisher 1 Stern. Warum haben wir überhaupt schon 1 Stern, wenn wir noch nicht offen hatten? Inventar. Rucksack, wir haben aktuell gar nichts. Ergibt Sinn. Tagebuch, keine Ahnung, wird später mehr zeigen, was da genau ist. Wahrscheinlich die Kunden, wie Bock die haben. I think. Upgraden können wir für 5000 entweder das Lager upgraden, mit Platz, um seine Waffen zu lagern und zu, die Kasse verarbeitet automatisch Zahlungen. Okay. Nicht schlecht. Und hier ist der Baumodus, wo wir Sachen placen können, wenn wir was gekauft haben, mit haben halt. Okay. Und hier oben... Habe ich auch schon gesehen. Wohnen wir anscheinend. Ich weiß nicht, wo wir vorher gelebt haben. Gefühlt ist das ein ganz schönes Downgrade, weil irgendwie ist hier nichts so wirklich. Hier mein Bett, wo wir schlafen können, dann ist nächster Tag. Machen wir mal nicht, würde ich sagen. Genau. Und sie steht halt immer noch hier. Nice. So. Gespeichert. Wunderbar. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in den Norden und suchen nach dem Arm, wenn wir das gerade schon mal da haben. Können wir eigentlich. Moment. Können wir hier rechts mit dem Klavier irgendwas machen? Nö. Schade. Da liegt ein Arm. In dieser Gasse. Wollen wir hier drüben logischerweise hin? Müssen wir mal so laufen. Okay. Mit dir reden dann. Wir sind Arm. Gehört zu einem. Wollte ich gerade lesen. Sicherheitsbordarm. Ja, ja. Nehmen wir. Der Lack hängen, okay. Ich bin Kartenspiel hier oben, oder was? Da können wir leider auch nicht rein. Schade. Ist ja auch geil, so ein Minigame oder so. Würde schon feiern. Das Ding ist, das ist jetzt die Stadt. Ich glaube, größer ist die nicht. Und ich finde es halt sehr, also auch in den Gebäuden, wo ich wirklich rein kann, teilweise. Und so, es gibt hier sau viel Potenzial, finde ich, an Stuff. Aber es fühlt sich halt sehr, sehr Early Access noch an. Und das ist, oh, Alter. Ist ja Full Release und so. Deswegen, schwierige Angelegenheit. Was ich aber cool finde, ist, oben das Bett Astrid steht. Das ist nice. So, kommen wir nicht durch. Ach komm. Kommt mir hier zwischendurch? Ja. So. Du hast einen Arm gefunden? Vielen Dank. Hier ist deine Belohnung. 150? 200? Wie viel waren das gerade, die wir oben bekommen haben? War ganz geil. Hey. Hallo Bürger. Hast du kurz Zeit? Was denn? Nein, haben wir schon gemacht. Gut zu wissen, dass man es nochmal annehmen kann. Ich will es erstmal lieber nicht machen, bevor ich das Spiel zerschieße. Kann man eigentlich noch nach links? Nee, ne? Ich teste kurz mal. Nö. Okay, das ist halt die Town. Ich glaube, größer ist die jetzt nicht unbedingt. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal... Ja, fahren wir ein Auto mal weg und holen mal ein paar Waffen, die wir verkaufen können. Beziehungsweise fliegen weg. Auch schön, dass wir so einen Privatparkplatz haben. Finde ich super. So, da sind wir jetzt da, wo die Action passiert gerade in dem Gebiet. Können auch schon schießen. Hier ist ein Dude.
Hallo Reisender, wer bist du? Ich heiße Lara. Willkommen, Lara. Ich bin Echo. Darfst du mich fragen, warum... was? Darf ich fragen, warum du hier bist? Es ist etwas Geschäftliches. Wie bei den meisten, die herkommen. Ich möchte dir einen Vorschlag machen. Was sagst du? Ich wüsste nicht, warum nicht. Perfekt. An den äußeren Grenzen herrscht viel Unreinheit. Ich möchte, dass du Aufgaben für mich erfüllst. Natürlich hast du auch Belohnung. Okay, ich bin dabei. Ausgezeichnet. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Kann ich eigentlich nicht. Kann ich nicht. Man kann hier unten und man kann auch hier nach oben. Wollen wir die Aufgaben schon annehmen? Nee, oder wir wollen erstmal einmal rumlaufen und gucken, oder? Ja. Oh, oh mein Gott. Muss das so sein, dass es so viele direkt am Anfang sind? Ja, ja, ist klar. Absolut gar kein Problem. Ich gehe mal hier weiter, ne? Was war da denn los, ey? Oh, diese kleinen Drecksviecher. Oh mein Gott, Alter. Was zum Teufel? Spawnen die eigentlich wieder neu, wenn ich töte? Ich sag mal so, ich werde sterben, ne? Ja, das ist ein bisschen over gerade. What the fuck? Oh, lol. Sollte ich vielleicht einfach sterben? Deswegen war hier so viel los? Möglich, oder? Dass es geplant war? Hm. Okay. Hallo, Lara. Wo bin ich? Oh ja, das ist das Purgatorium? Purgatorium? Ja, das ist etwas komplex und schräg. Du musst eigentlich nur wissen, dass du tot bist. Was? Tot? Ja, glaub mir, ich überbringe nur ungern schlechte Nachrichten. Ich bin Max, der Tod. Das ist ein strange Name für den Tod. Was zur Hölle ist hier los? Es ist eigentlich ganz lustig, naja, für dich eher nicht, aber für mich ist es eine wahre Freude. Ich mache nichts anderes. Wahrscheinlich wurde ich dazu programmiert, das zu mögen. Zurück zum Thema. Oh, ich hoffe, das habe ich nicht... Was? Das habe ich nicht beobachtet. Jetzt darf ich entscheiden, wohin es für dich geht. Schauen wir uns mal deine Geschichte an. Aha, ja, nein, oh, ja, ja, doch nicht. Warte mal, das ist seltsam. Ja, tot sein ist verdammt seltsam, oder? Also deswegen. Die gute Nachricht ist, dass du nicht tot bist. Zumindest in einer Sekunde nicht mehr. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, warum du wiederbelebt wirst, aber hier steht, Mission muss beendet werden. Welche Mission? Weiß ich nicht, es ist deine Mission. Naja, dann mal los, wir sehen uns bald wieder, Lara. Jetzt sind wir beim Dock aufgewacht. War das jetzt geplant? Oder ist das da so schwer? Okay, der wundert sich nicht, dass ich... Der sagt auch gar nicht so, hey, hier, willkommen zurück und so. Hier, du hast da mal auf die Fresse bekommen. Und du lebst wieder. Gar nichts. Nice. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rüber. Und fliegen da einfach nochmal hin, weil ich jetzt wissen will, ob das wirklich da so schwer ist oder ob das jetzt geplant war. Weil das war schon... das war schon hart. Vor allem, wenn man das Spiel noch nicht so kennt. Okay. Wenn wir nicht instant beschossen jetzt zumindest mal. Trashig ist okay, würde ich sagen. Wenn der stirbt, explodiert ja. Ah ne, gar nicht, wenn der stirbt. Einfach nur so macht er das. Gut, haben wir. Ich habe es da eben geplant. Ja, das war vielleicht so ein Fragezeichen laufen. Im Norden war dann dieser Boss an. Ich will es nicht auf die Fresse bekommen. Das ist ein Scheiß. Oh, erstmal reinrennen. Geil. Wir brauchen eine bessere Waffe. Die ist scheiße. Macht zu wenig Schaden. Wer hier? Wir waren ja bei der Polizei. Schießen müssen wir ja können eigentlich, ne? War eben selbst geplant. Muss ich auf dich drauf gehen? Oh, scheiße.
Alter, er vertraut mit dem Ding. 21 Schaden, ich nehme auch die. 23, die ist eigentlich besser. Scheiße! Muss da mal nachladen, der Typ oder so? Scheiß raus, ein Typ. Alter. Lad nach! Uff, Alter. Okay, es ist nicht so easy, aber es ist ganz geil zu spielen bisher. So, oben geht's weiter, logischerweise wahrscheinlich. Da wollte noch nicht weiter. Was ist hier? Der Geist muss noch überballert. Oh mein Gott, unser Leben. Wie können wir uns heilen? Ich will jetzt eigentlich nicht sterben wieder. Er ist einfach der Typ. Hoffe ich zumindest. Komm her. Das ist definitiv nicht einfach. Haben wir aber. Wir wollen nur nicht sterben, ne? Flammenwerfer. Das ist kein Flammenwerfer. Das ist so ein Suchding. Ein Sensor. Oh. Jetzt nicht sterben, Alter. Der hat nur ein halbes Herz. Ui, 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 ui. Komm, Sandkasten muss doch wohl buddeln können. Boah, ich müsste das ja piepen, wenn hier irgendwas ist, ne? Also Waffen unter dem Boden. Ich fand's cool. Vielleicht haben wir einfach die ganze Zeit mit dem Ding hier rum. Und die Map ab, oder wie? Ich meine, hey, why not, oder? Vielleicht findet man ja was Cooles. Maybe. Oh, apropos. Wow! Eine Silbermünze. Ah, das piepst doch nicht mehr. Das hat hier im Gebiet ist nichts mehr. Okay. Wenn wir ins nächste Gebiet reingehen, haben wir dann, also, haben wir dann wieder volles Leben? Okay. Die kosten Geld. Aber es sind noch E-Waffen, die man dann selbst verwendet und man die eher verkauft, oder? Wenn die so viel Geld kosten. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld man bekommt. Eine süße Schrotflinte. Okay. Satan gesegnet. 90, das ist eigentlich ganz geil. 20 brauchen wir nicht. Also wir können hier halt shoppen. Was ist das eigentlich das eine hier? Hm. Sollte man das mal testen? Ich meine, die macht ja viel, viel mehr Schaden als unsere Waffe. Und ich meine, diese komische Pistole, die wir jetzt hier im Inventar haben, macht halt weniger. Eine höhere Feuerrate. Warum hat die Munition minus 1? Hm. Gekauft. Oh, die hat nicht etwas Muni. Oh nein. Wenn die Muni leer ist, war es das wieder mit dem Ding? Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück und heilen uns. Weil anscheinend wird unser Leben ja nicht aufgefüllt. Es respawnt hier nichts, wunderbar. Weil das überleben wir auf keinen Fall. Kannst du vergessen. Gibt's auch was?
komm. Das gab deutlich mehr Geld, glaube ich. Was müssen wir noch aus? Okay. Das war ganz nice. Das ist schön. Gehen wir erstmal zurück jetzt. Wollen wir mit dem noch ein Deal machen? Töte 100 Seuchenmonster für mich. Befreie die äußeren Grenze von den Infizierten. Du wirst die Belohnung erhalten. Okay, jetzt haben wir fest, wir müssen questen, müssen so viele Leute wegmachen. Das ist doch okay. Aber wie gesagt, erstmal zurück zum Dock. Wir müssen uns heilen lassen. Und wie? Es kostet Geld. Ja, wahrscheinlich kostet es Geld. Und wir können schon mal die ersten beiden. Wobei die mit unendlich viel Money sollten wir behalten. Und eine Waffe können wir uns verkaufen. Mal gucken, wie das funktioniert. So, hallo Doc. Wir brauchen Leben. Das geht echt scheiße. Komplett heilen für 250. Alter, was? Ja, Nein! Nein! Ich wollte runter! Ich wollte nicht. Ich wollte ein bisschen Geld sparen. Okay. Das ist. Ja, Alter. Jeder Treffer kostet uns 50 Gold. Ich hoffe, die Waffe gibt Geld, ey. Das ist ja. So, lass mal testen. Mal mehr als schlechte Bewertung können wir nicht bekommen. Hi, du. Hallo, Lara. Schön, dich zu sehen. Tenshia, was gibt's? Ich hatte einen Grund, vorbeizuschauen. Ah, ja. Es gibt ein paar Dinge, die du wissen solltest, wenn du einen Laden führen willst. Sag es mir. Wenn du Ausstattung für deinen Laden brauchst, komm bei Neonstop vorbei. Ich habe alles, was du brauchst. Macht die gerade Werbung für ihren eigenen Laden? Als zweites solltest du wissen, dass du deinen Laden verbessern kannst. In deinem Terminal gibt es eine Option, die dich zu den Ladenverbesserungen führt. Dort kannst du die Verbesserungen kaufen. Das weiß ich schon, aber danke. Immer doch. Du solltest zuerst deinen Lagerbereich verbessern, das wird nützlich sein. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und dir auch. Pass auf dich auf. Das werde ich für dich. Cool. Kapazität verbessern. Ja, was haltet ihr davon, wenn ich mir hier so eine Waffe platziere? Und zwar. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Muss ich jetzt echt darüber. Wie soll ich das machen? Ich bin auf die Maus. So, das auf keinen Fall, das auch nicht, das auch nicht. Die da. Das ist das Lager wahrscheinlich von unserem Ding. So. Wie klappt das jetzt? Also der Marktpreis aktuell 121 für die Waffe. Mhm. Wir sind neuer Laden, wir sind mitten in der Stadt. Ich würde sagen, da geht mehr. Die Frage ist, was ich. Das ist fair. Das machen wir. Ich würde sagen, da wird auch direkt gekauft. Nein. Okay, der Marktpreis. Da können wir aber höher geben. Also, wir könnten, glaube ich, schon 200 dafür nehmen. Okay. Da kann man eigentlich, wenn ich jetzt hier eins runtergehe? Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass wir 299 machen. 199. Aber. Oh mein Gott, die Steuerung! Oh, das ist trotzdem mir egal. Wo kann ich denn nicht in die andere Richtung scrollen? So, 199. Einfach aus Prinzip. Keine 200, das ist ein Schnäppchen. Was? Och, Spiel. Controller-Steuerung. So, man kann sie aktuell kaufen für 199. So, lass doch mal gucken, ob irgendwer die kaufen würde. Oder wir gehen erst noch einmal, wir gehen noch einmal los und machen Dinge. Würde ich sagen. Wir gehen einmal los und looten noch ein bisschen. Wir dürfen halt nur nicht so viel Schaden bekommen, das ist scheiße teuer. Und wir haben auch nicht unendlich viel Geld. Vielleicht hätten wir uns die Waffe noch nicht kaufen sollen. I don't know. Wir können mal gucken, ob wir den Boss dann bekommen. Wir wollen schon mal die Waffe haben. Und die Waffe sparen würde ich eher nicht, weil machen wir nicht so viel Schaden. Also. Und das Ding ist auch nicht unendlich. In dem Gebiet kann man was looten. Wait. Ein bisschen Geld. Ich würde gerne eine Anzeige haben, wie viel das auch ist. Irgendwie so ein Plus oder so drauf. Oder einfach ein Bildschirm, das hochploppt. Die Anzahl. Also muss man auf die Zahl achten, wie viel die hochgeht.
kann nicht laufen, ich kann nicht laufen. Oh Leute, ich bin am Stein festgehangen. Oh, war unfair. Nur speichert das, was ich getötet habe, was nicht. Okay, ich könnte hinter dem Ding da verstecken um die Ecke, was hat irgendwie nicht funktioniert. Boah, er kümmert sich wieder weg, ey. Gibt's denn in jedem Gebiet was zu looten? Da fällt ja ein bisschen kacke, wenn es in jedem Gebiet so wäre. Naja. Boah, das muss ich kaum, ey. Es gibt ja kaum Geld. Ja, entspannt euch mal, Alter. Ich habe gerade schon damit gerechnet, dass da noch Gegner sein könnten. Okay, haben wir. Nachladen. Ja, schon teuer, die Gegner. Vor allem, wenn ihr nichts droppen, das Geld bringen könnte. Chill, Alter. Man kann Schaden bekommen, oder? Ne. Gut. Oh mein Gott! Das ist doch scheiße! Ich will nicht meine Waffen verlieren. Oder dass ich was dabei habe. Ich gehe davon aus, dass es halt da weg ist. Ich hätte mir was zu Hause liegen lassen sollen. Oh mein Gott. Ist aber auch mies, dass die direkt schon am Eingang waren. Und wieder. Ich wollte mich bloß nicht treffen lassen, Alter. Ist klar, Alter. Ich habe auch sonst nichts zu tun. Wir müssen die Umgebung nutzen. Komm rum. Und war? Wir können uns halt nicht treffen lassen, sonst war's das, ne? Was ist das Scheiße? Ich bin jetzt schon wieder fast tot, das ist doch kacke. Fällt der aus? Oh mein Gott, war das knapp. Ich hab gleich keine Munition mit der Waffe. Kann ich ja echt noch verkaufen, wenn die keine Munition mehr hat? Wie fällt der aus? Ich meine, ich treffe auch nicht so gut, ich muss eigentlich näher ran, aber ich trau mich einfach nicht. Boah, hat der viel gefressen, der Typ. Jetzt haben wir da noch zwei Stück, die ich ja logischerweise killen möchte. So, ich bin gleich out of money. Freu mir. So, drei Schuss und wir haben noch diesen Fettsack da unten, der richtig am Ausrasten gleich ist. Ja, bitte nicht mich killen. Minus 3 Munition ist eigentlich übrigens auch richtig geil. Kann ich jetzt mal schießen? Nein. Wie viel hat die an Dings? 20er nur. Nur besser als nichts, ne? Ja, Leute, jetzt sind wir halt schon wieder bei dem Punkt, dass ich schon wieder kein Leben habe. Gleich noch mal. Wir können ja mal kurz. Weil wir jetzt kurz reingehen und gucken, könnten wir dabei sterben, ne? Nicht zu gierig sein, ich bin zu gierig. Nö. Praise, diese Overlord. For fans of your demons, which he trusts survivors. Ich trete nicht auf diese Dinger drauf. Wenn die nur einen halben Schaden machen, bin ich tot. Ist anscheinend ein. Könnte ein Rätsel oder sowas sein. Einfach nein. Nächster Raum links von uns ist auf jeden Fall safe Kampfraum, der ist viel zu groß. Ja, wo ist denn das?
Elf. Ich sage, ich bin zufrieden und ich gehe zurück. Ist in Ordnung. Reicht mir. Das heißt, wir haben dann Store, wir haben da das Ding, ist wieder komplett aufgedeckt, oder? Ja. Und wir haben zwischendurch dann immer so Kampfräume. Und ich glaube, über dem Geldzeichen, was wir da haben, ist wahrscheinlich der Boss, kann ich mir vorstellen. Bevor wir uns bestimmt die Waffe verkaufen sollten, um stärker zu sein. Aber ich bin einfach zu noobig und bekomme aktuell noch zu viel Schaden. Ja. Ist dann halt so. Erstmal wieder heilen, das ganze Geld für Heilung ausgeben. Ich könnte kotzen und dann werden wir Waffen verkaufen. Auf der Hoffnung, dass wir danach reich sind. Das ist doch ein schöner Plan. Kann ich einfach sterben und dann habe ich das Zeug auf. Oh, kostet mich das nichts? Maybe, oder? Egal. Teuer. Sehr teuer. Okay, brauchen Geld. Ich meine, die Space Astro rein und verkaufen Sachen. So. Können wir sie noch verkaufen? Kann man, aber können die leer schießen und ohne Munition verkaufen? Das finde ich mal geil. Das ist schön. Ich würde schon sagen, dass die 350 wert ist. So. So. Da hat er sogar vielleicht sogar noch Plus gemacht. Das ist so ein Taser-Ding. Die haben doch schon ein bisschen leer geschossen, etwas. 120 nur. Oh, die Steuerung. Uff. So. Warum manchmal nur vier Dinger? Bisschen wenig, finde ich. Müssen wir eigentlich erstmal auslassen, die Waffe hier. In der Theorie. Und die ist eh Schrott, glaube ich. Komm. Ja, das kann man nicht bringen, das ist teuer. Munition minus 3 ist eigentlich auch geil, ne? Ja, ist leider leer geschossen. Sehr ärgerlich. So, wie können wir jetzt den Laden aufmachen? Da, unten. Wie komme ich da hin? Da. Geöffnet. Kommt. Da ist die erste. Hallo. Willst du die Waffe vom Plättüberteuer für 350 kaufen? Erstmal, die ist günstig, die Waffe, logischerweise. Okay, TP dich einfach. Was ist das denn für ein Dude? Scheiße, so dagegen laufen. Und dann nach halt irgendwann tippen. Nee, zu teuer. Nee. Ist das echt zu teuer? Komm schon. Das ist ein neuer Laden, das ist Qualitätsware. Wirklich, ich schwöre. Oder ist nichts dabei, was ihr haben wollt. Oh, Leute, hat die gekauft. Oh, Junge, du bist der Beste. Wie mache ich das? Ah, einfach da ich drücken. Okay. Ja, geil, die kaufen die doch. Vor allem, der hat die Waffe mit 0 Munition im Kopf. Was für ein Depp, Alter. Ja, cool. Ja, so läuft. Moment kurz, bitte. So, wieder da. Sorry, aber muss kurz weg. So, es kauft hier niemand was.
Das ist echt zu teuer. Lass mal gucken. Aber meine Bewertungen sind noch miserabel. Also sie sagen aber nicht so, boah, ist das teuer. Also guck mal. Es gibt dann nur dieses, diese dritte Stufe quasi. Also die Leute sagen quasi so, da der eine sagt, oh, das ist ganz okay, der andere sagt, boah, voll günstig, das ist scheiße, das dürfen wir auf keinen Fall machen. Ein Schnäppchen. Das ist okay. Aber hier zwischen ist okay. Das darf auf keinen Fall kommen, das ist zu teuer. Da haben wir jetzt nicht noch eine Chance. Okay, das heißt, wenn die jetzt hier sagen, nee, ein Ticken zu teuer mir. Oder nicht genau meins, okay. Also da ist nicht, oh, voll unverschämt, sondern einfach so, ja, ist nicht meins. Nö, will ich nicht. Kann ich jetzt einfach währenddessen weggehen und die können hier einkaufen? Wenn ich wiederkomme, gebe ich denen das? Weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit stehen bleiben. Wie ist denn das? Kann ich mal kurz. Ich will es eigentlich runternehmen, eigentlich gerade. Das waren die 499, 460, die 440. Okay, kostet halt nur mal 100. Ach komm schon, soll ich mich nicht so anstellen. Kauft oder kauft nicht? Mir scheißegal. Vor allem, wie viele Leute kaufen eigentlich hier nicht Waffen? Was für eine Welt leben wir? So, willst du nicht? Dann hau ich ab. Beide gucken sich diese geile Knarre an. Guck mal, wie nice die aussieht mit dem blauen Skin da unten. Ist echt zu teuer, ja. Ich komm später wieder. Macht mal. Entscheidet euch. Mal gucken, ob das geht. Ich habe keine Ahnung. So, lass mal gucken, ob wir jetzt noch weiterkommen als 5 Meter. Das ist ja echt richtig lame, ey. Wir können auch unten rumgehen, eigentlich mal. Oder? Lass mal kurz gucken. Na? Ja, wo ist es? Komm schon. Wow. Lass mal unten rumgehen. Nachladen? Ist nachgeladen? Die sind noch wahrscheinlich noch mehr, oder? Erstmal alles clearen, da schauen wir, wo was rumliegt. Oh nein. Warte, die komische Viecher, das rennt. Lass nach! Nice. Auch nice, das sind ja ganz viel Munition. Läuft. Oh, wollen wir umso schweren hier so easy? Gerade? Also soll mir recht sein. Ist okay. Noch wer? Komischer Affe. Okay. Dann war auch. So, ist hier unten noch einer oder haben wir es geklärt? Ah, oh, das ist definitiv nicht geklärt. Da ist einer weniger. Hör mal, das Truppen da, Arsch. Stirb. Nee. Zumindest kein Schaden bekommen. Ist geil. So. Einmal sondeln. Und gucken, wo wir was bekommen. Boah, das Ding ist, hier ist halt echt groß, ne? Aber es könnte auch eine geile Waffe sein. Das ist halt so das Ding. Huch. Lohnt sich nicht. Verdammt. Okay. Dann gehen wir mal nach hier links, gucken, was das Fragezeichen ist. Könnte auch ein Bot sein, ist mal am Arsch. Aber wir wissen es zumindest. Das ist problematisch. Das ist sehr. Oh nein, ich hatte diese Leute. Das ist sehr unangenehm, Leute. Also wirklich sehr unangenehm. Hat nach! Boah, ich dachte kurz, wir sterben daran oder so, aber es geht noch. Ich glaube, bekommt da ganz schön schnell ganz schön viel Schaden. Oh lol. Was? Ganz laden. Ich habe den Schlüssel am Anfang ausgegeben, oder? Wo habe ich denn den Schlüssel ausgegeben? Wo habe ich den Schlüssel ausgegeben? Oh Mann. Nö.
Ich hab gerade ja, ich weiß. Ah, ich hab gespammt, jetzt kommt das durchgehend. Ah, ist ja geil. Dann gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Gucken, was in diesem wunderbaren langen Gang ist. Okay, Gegner auf jeden Fall. Wart nach! Falsche Waffe ausgerüstet. Ganz schlechte Idee. Halt auf, du Arsch. Aha. Du Dieb-Arsch. Ja, mach du mal. Da versteckt sich auch einer in deinem Baum. Seh ich doch. Oh, ich treffe richtig gut. Respekt. Was hat der da getroppt gehabt? Von Applaus, was dann kaputt gemacht hat, wo ich dagegen geschossen habe. Geld, geil. So, bitte, die Waffe geht nicht leer, ey. Muss doch kurz wohin. Danke. Nein, ich will nicht ans Geld dran. No. So, gucken, was wir bekommen. Hasenkugel. Deine Kugeln sind schneller. Ach, das ist ein Power-Up. Wie funktioniert das? Ey, was? Kann ich das einfach verwenden? Muss ich das Inventar haben? Wie funktioniert das? Wenn ich das jetzt aktiviere, habe ich nur eine gewisse Zeit lang, dann habe ich das immer. Also, ne? Kann ich das aktivieren? Mal was skillen. Verstehe ich gerade nicht ganz. Werden das herausfinden. Muss ich mal so irgendwo abkühlen. Ich will einfach mal oben rumlaufen. Einfach, damit wir das hier so mal abschließen, die obere Ecke. Und mal erkundet haben. Oh Gott. Unangenehm. Ganz unangenehm. Aber kann er durch, anscheinend mal rollt. Auch gut zu wissen. Ja, aber schon krass laufen. Können wir uns hier mal kommen, schon nach. Ich habe eigentlich noch 7 Schuss, aber irgendwie auch nicht. Das ist das. Ich dachte, okay, es ist was, was ich einsammeln kann. Aber es, nein, das macht mir ein oder ein halbes oder ganzes Set Schaden. Warum geht das nicht? Ich hatte eigentlich noch 7 Schuss. Geil. Ich habe schon nochmal auf die Fresse bekommen. Und oben auch ein Texturfehler hier. Also, hier so, ne? Hm. Und jetzt hier oben. Ich habe jetzt gerade keine gute Waffe mehr. Mal kurz gucken. Ja, ist klar. Aber das ist ein Verkaufsraum. Mein Problem dabei ist, wir haben keine gute Waffe und nur 1,5 Herzen. Oh, scheiße. Ich hasse die Dinger. Bin ich. LOL? OMG. Warum kann ich hier hin? Ein Bug entdeckt. Nee, immer noch da unten, leider. Ich hoffe, die kommen da nicht mehr raus. Cool. Ist schon schönes hier. Muss ich dagegen schießen?
Du musst erst alle Leute töten. Das ist die große Frage, oder? Ne? Oh. Unangenehm. Okay, cool. Ich gehe mal testen eigentlich. So. Oh, 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 oh. Okay. Ist tot. Gibt's hier noch was? Alter, der Rest der Roboter. Cool. Unangenehm hier drin, aber ist noch in Ordnung. So, was kann ich mit dem, diesem Shop machen? Cool. Schon lieber die Malle-Waffe. Die verschwinden. Ich kann eine Rüstung mir kaufen. Gegner nehmen Schaden, wenn. Wenn? Wenn? Ich was? Wenn die mich wahrscheinlich anspringen oder so. Okay, ich halte vielleicht mehr aus, maybe. Was ist das? Item nehmen Jack. Wieso? Also irgend so eine Brille, die irgendwas macht? Schön, dass nicht mehr das ist. Schildkrötenkugel. Die Kugel deiner Gegner irgendwas macht. Größte Macht, die Dämonengangster hassen es. Ja, ich wüsste, was das macht, Leute. Also ich bin von der Panzerung nicht ganz abgetan, aber ich bin mir da ein bisschen unsicher. Vor allem kostet die mich nur 35. Nee, warte. Fortsetzen bitte. Fortsetzen. Wie rüste ich die aus? Wie kann man die equippen? Kurz mit Tastatur probieren. Vielleicht muss ich die auch einfach nur halt im Inventar haben. Ich weiß es aber nicht. Bisschen komisch. Man war ja nicht teuer. Okay. Ist das hier oben? Maybe. Nope, ist es nicht. Hä, wo denn? Komm schon, Spiel. Haben will. Klar, ganz hinten, Ecke. Okay. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Genug gesehen. Wir müssen Waffen verkaufen. Das ist ja unser Ziel hier. Nach unten. Wir haben auch ein Herz. Nein, nicht zu gierig werden. Sonst, ich weiß nicht, was er alles verliert. Ich meinte, gelesen haben, dass man über alle Waffen verliert. Und das ganze Inventar, aber das Geld anscheinend nicht. Aber das Geld gehört ja. Aber wenn stimmt, das ganze Geld weg wäre ja absolut scheiße. Das brauchen wir ja, um sich auch zu heilen. Aber vielleicht verliert man halt alles, was im Inventar ist. Gehe ich davon aus. So. Also, lass mal lieber nicht sterben. Wir haben ein bisschen was dabei. Und das bisschen, was gibt uns halt, glaube ich, mal ganz gut Geld. Tschüss. Oh, haben wir gerade Freitag? Okay, ich weiß auch nicht genau, wie das ist, mit mal pennen und so. Will ich das einfach mal machen. Ob das jetzt irgendeinen Unterschied macht, keine Ahnung. So, mal gucken. Wie ist denn im Laden aus? Gerade keiner da? Ist geschlossen. Okay, es steht aber automatisch nach einem Tag. 18 Kunden und keine. Aber es wurde doch Geld verkauft, oder war es der Tag davor? Diesen Screen kennen. Okay, keine Ahnung, also. Komisch. Ich würde die Schrotze behalten. Das Ding kann auf jeden Fall verkauft werden. Ja, sind wir mal ehrlich, das kann weg. Das ist scheiße. Und da es keine Munition hat, würde ich es auch tatsächlich nur für 120 verkaufen. Oder damit wir ein bisschen Gewinn machen, 130. Komm, so, bis man es rausholen geht ja noch. Oder 32. Hier ist der Preis angleichen, der ist scheiße. Das ist zu teuer. Halt echt teuer, ne? 105. 45.
144. Und hier kommen die Dinger sollen weg. Das Ding will ich nicht günstiger eigentlich machen, ehrlich gesagt. Wir können gerne 135 machen. Das wäre fair. So, kauf die Waffen. Ich will gerne mehr Ausstellungsdinge haben. Das ist ein bisschen zu wenig. Geöffnet. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Wir haben Sachen zu verkaufen. Können wir euch auch die Items verkaufen, diese Power-Ups? Frage. Da kommen sie. Gucken Sie mal, die Waffen, die sind High Quality, gerade frisch gekauft. Ware ist eingekommen. Guck mal, Schnäppchen. Kauf dir. Ja, da ist doch. Nochmal verticken zu viel. Weg. Tschüss. Oh. Jetzt hat er mir die Waffe geklaut, quasi. Nein! Ich hoffe, er lässt nicht da drauf drücken. Okay, ich dachte, ich wollte nur gucken, was die vorher gekostet hat, um es zu vergleichen. Jetzt hat er die einfach mitgenommen und hat dich bezahlt. Was für ein Arsch. Oh. Und die hängt... Warum hängen die an den Dingern fest? Die sind statisch im Raum. Da kann man auch die Wegfindung so machen, dass die nicht dagegen rennen, oder? Du müsstest die pillen sich die da irgendwann. Jetzt hängt sie da... Ja, ja. Unfertiges Spiel und so. Hier, kann man auch so ein Ding verkaufen. Aber lass mal für... Na, 30 machen. Schnell einstellen, vor, dass es für nichts kauft. Hat er gemacht. Findet er okay. Und du so? Ja, guck mal, die haben richtig Bock. Ist nicht zu teuer, ist okay. Tschüss. Ja, wir haben nichts mehr, wir haben geschlossen. Wird automatisch geschlossen. Hm. Wir hatten 25 Leute und haben immer noch kein Geld gemacht, angeblich. Okay. Okay, wir mal Schnäppchen machen. Schnäppchenpreis oder die generell auch vielleicht günstiger verkaufen, als sie wert sind. Maybe. Die Ladenbewertung wahrscheinlich noch besser, weil die sagen so, oh krass, Junge. Richtig Schnäppchen. Dann geht vielleicht unsere Bewertung hoch und wir bekommen mehr Kunden. Könnte man überlegen. Das Upgraden kostet 5000, ne? Das ist ein bisschen teuer. Nur diese Power-Ups verstehe ich halt nicht. Also, wir können auch mal speichern, wo ich gerade sehe. Aber ich weiß nicht, was die bringen. So, keine Ahnung. Wir schlafen jetzt einfach mal, einfach weil ich es kann. Und heilen uns und gehen dann wieder runter. Aber viel mehr ist es ja anscheinend nicht aktuell, das Spiel. Deswegen meine ich halt so, es fühlt sich sehr nach Early Access an. So, das Grundgame, noch ein paar Bugs, die noch gefixt werden und so, ne? Also, es ist halt so das Crown-Ding und von da aus kommt halt mehr Content rein und halt wird das Spiel ausgebaut. Aber es ist halt eigentlich, also, es geht, wurde das Final Game, also, released, also, Full Game released, also, why? Nicht gut. Nicht gut. Warum für 250? Es kostet nur 200. Ist dumm. Nur 1 Cent, günstiger. Wenn ich jetzt her drücke, kostet das nochmal Geld? Wahrscheinlich. Nein, nicht nochmal. Tschüss. Gut. Ja, diese Power-Ups. Ich drücke immer die falsche Taste, Alter. So, fortsetzen. Ich weiß halt nicht, wie dieses scheiß Power-Ups einsetzen kann. Wie soll denn das gehen? Wie aktiviere ich das? Wie? Habe ich das einfach generell? Wahrscheinlich. Weiß man halt nicht. Hm. Okay. So. Dann sollen wir Asche immer noch Leute töten, ne? Sehe ich jetzt eigentlich irgendwo, wie viel ich davon getötet habe? Kapazität für verbessern. Da muss ich aber 5000 Dingensen. Oh, Deathblade töten oder Dingensen. Leute, das ist doch der Typ, den wir damals. Oh mein Gott. Gemacht haben. Ich hoffe, jetzt, dass hier der Gegner sind. Upsi. Und ich stehe so neben dem und erzähle, Alter. Jetzt auf jetzt. Ja, ich war gar nicht hier.
Ach, ein bisschen hin und her wechseln. Passt schon. Leute, warum sind die alle auf Quant? Können wir noch treffen? Was noch? Boah, ist das schlecht. Boah, ist das schlecht. Boah, ist das schlecht, Alter. Ich bin richtig rumgenoopt. Ich hätte alles triggern sollen. Ich wollte erst durchrennen, habe ich mich dagegen entschieden. Das war voll dumm. Das war ein absoluter Money Waste. Ach du Scheiße. Jetzt nur nicht sterben, ey. Die Sachen verlieren. Können die schießen? Weiß nicht. Komm, wir müssen noch das machen. Wir gehen wieder zurück in Hallensnummer. Boah, das ist richtig übel jetzt, ey. Boah, das tut weh innerlich, ey. Das war schlecht. Wenn man da so weit kommen, ey. So schwer. Mach ich ja ein bisschen hier runter. Und dann bin ich. Blöd. Dann nochmal heilen für 250. Weil es kostet ja nichts. Oh. Nice. Ich hatte so viel Geld. Den dachte ich, komm. Kann man sich gönnen. Wir gehen unten lang. Unten ist besser. Finde ich. Weil wir aber eigentlich in den Norden von der Quest her müssen. Lass auf die Map schauen. Wir haben halt ein Ding unten nicht erkundet. Ein Fragezeichen. Lass mal das zuerst machen. Weil es direkt da oben. Lass mal nicht rumnuben, okay? Wir haben noch einmal eine Schrotze, lass mal da oben hingehen. Stirb. Wer hält der aus? Oh nein. Warum haben wir schon ein Herz verloren? Wann? Also halbes Maybe, okay. Geh ich auch nochmal rein, ich glaube rein. Das trägt sich, Alter. Das taucht halt nicht bei Waffen oder so, ne? Ehrlich. Hier können wir schon mal. Granatwerfer. Befrieder. Und ein Alpha, irgendwas. Hat zu wenig Munition. Wir werden jetzt wahrscheinlich eh sterben. Hier ist der Boss. Geil. Es wird eine Katastrophe. Ich hab keine Ahnung, wie das aktivieren soll, ne? Man kann es halt auch nicht anziehen oder so. Naja. Werden wahrscheinlich sterben, weil nur ein Herz. Wir werden sowas von sterben. Du Scheiße. Hi, Boogieman. Ja, mein Paketverlust ist leider gerade ein bisschen hoch. Beziehungsweise Frameverlust im Stream. Deswegen gibt es ab und zu leider einen Ruckler. Kann ich leider nicht ändern gerade. Deathblade. Ich habe mich schon gefragt, wann du auftauchst. Ich habe mich hier unten schon einsam gefühlt. Das war der aus dem Tutorial, also aus dem Anfang. Hm. Du hast mich erwartet? Ach, Lara. Natürlich habe ich das. Ich wusste, dass du nach Eden ziehst. Ich wusste, dass du deinen Laden aufmachst. Und ich wusste, dass Tensha zu dir kommen würde. Deswegen habe ich meine Männer zu ihr geschickt. Wag es nicht, dir etwas anzutun, Lucius. Ich werde hier kein Haar krümmen. Was denkst du von mir? Ich verlasse keine Zivilisten. Das heißt, er hat das extra gemacht, um uns dahin zu locken. Das ist ja geil. Läuft.
Also setzt du deinen Plan in die Tat um und bringst mich um oder stehst du weiter hier rum und plauderst lieber? Ich würde lieber plaudern, denn ich habe nämlich nur ein Herz. Was suboptimal ist für einen Bossfight. Du stirbst. Ich sterbe heute, Lucius. So sieht's eher aus. Ja, geil. Ja, er hat ja überhaupt nicht viel Leben oder so. Ja, GG. Oh nein. Ich wollte eh sterben. Ich wollte zurück nach Hause Waffen verkaufen. Oh, diese Controllersteuerung. Also man behält anscheinend nur seine Waffe. Seine Standardwaffe. Wunderbar. Gut, war eine doofe Idee, gebe ich zu. War nicht schlau. Ja, dann direkt wieder hin. Brauchen wir Waffen. Brauchen Geld. Lass mal runtergehen. Unten war irgendwie einfacher. Vor allem, wenn man gerade keine Waffe. Das ist sehr belastend. Ja, genau, Pokémon. Weißt du eigentlich, wie was mit diesen Power-Ups auf sich hat? Also es gibt da so Sachen wie Rüstung und schneller schießen, Dinger. Aber man kann die kaufen. Ich habe auch keine Ahnung, wie man die aktivieren kann oder ob man die nur im Inventar haben muss oder nur gekauft haben muss, damit die funktionieren. Irgendwie gibt es da so kein Feedback oder oh nein, oder Tutorial quasi, wie die funktionieren. Weil, wenn ich das wüsste, wäre das ganz nice. Kann ich dann irgendwie ein bisschen sammeln für den Bossfight. Nicht da reinrennen, du WD. Ach, jetzt habe ich auch diese Sondel nicht mehr, ne? Ja, ist ja schlecht. Kein extra Geld für mich. Hier unten rum. Ja, okay, schade. Na gut, da muss ich rausfinden. Ist das so? Oh, nicht wieder so ein Ding. Überhaupt nicht klappt oder so. Ah, ein Schlüssel. Nice, da können wir uns eine Waffe holen. Das ist cool. Klar, lass mir einen Tipp geben. Okay. Ja, keine Ahnung, wie es mit diesen komischen Power-Ups funktioniert. Das ist noch sehr strange. Aber gut. Mal schauen. Erstmal zum Shop gehen. Vielleicht gibt es eine coole Waffe. War doch hier, oder? Ja, und tschüss. Ja, hier ist das Ding. Okay, cool. Ja.
Lol, das ist doch die Waffe, die ich eben kaufen konnte für viel Geld. Cool. Dann würde ich sagen, unten zum Fragezeichen. Tschüss. Was hast du geschrieben? Mach mal ein paar kürzere Ones, sprich rein da in die Map, ein paar Waffen holen, raus im Laden verkaufen. Okay. Okay, ja, gut, mit 5K kann man ja dann die ersten Sachen da upgraden. Ja, habe ich auch schon, also habe ich am Anfang ein, zwei Mini-Ones quasi mal so gemacht, wo ich das Spiel noch nicht kannte und eher mal nicht mehr rumgenuckt habe. Okay, tue ich immer noch, aber. Ja, ist natürlich auch eine Option. Hat gar nicht so weit reinzurennen. Ich wollte auf jeden Fall so ein bisschen hier die Map aufdecken. So zumindest den Anfang. Zumindest den grünen Bereich. Um mal zu gucken, wo man hier Sachen kaufen kann und machen kann und Co. Das war jetzt erstmal mein Plan. Ich glaube, weiter als den grünen Bereich würde ich mich eh erstmal nicht trauen. Vor allem, ich weiß nicht genau, wie die man überhaupt so lange überleben soll. Weil es sind schon. Oh, da lebt ja noch einer. Die haben es ja schon gut in sich, die Gegner. Also, die haben schon Bock. Schon hart. Also die Power-Ups müssen eigentlich ja was bringen dann wahrscheinlich. Sonst kommt man hier nicht weiter. Das ist einfach, glaube ich, zu schwer dann irgendwann. Aber ja, Waffenverkauf ist auf jeden Fall eine nice Idee. Vor allem würde ich auch gucken, dass ich vielleicht immer mal so eine Backup-Waffe oder so im Laden noch habe, die ich nicht verkaufe, falls ich sterbe. Was ist eigentlich das hier? Oh, ja gut. Erstmal Gegner töten. Ja, auf jeden Fall. Also generell aber das hier sterben ist schon belastend. Vor allem, wenn man da gute Sachen dabei hat. Oder Items und die dann komplett weg sind, ist. Okay. Was macht das hier? Es tut nichts. Okay, es existiert, aber tut nichts. Wunderbar. Oder ist das so ein Teleporter? Weil da unten ist ein Teleporter-Symbol. Auch sein. Metalldetektor, der von eben. Ich dachte gerade so, was ist das denn für ein Schlüssel? Geil. Hallo? Wo? Ja? So lächerlich eigentlich. Man bekommt so wenig Geld mit dem Ding. Sollte eher so sein, finde ich, dass man nicht in jedem Gebiet der Map quasi, also finde ich aber aktuell in jedem Bereich quasi was. Wäre echt cooler, wenn man in weniger Bereich was finden würde, aber dafür halt dann direkt wesentlich mehr. Wäre irgendwie besser. Aber gut. Dann ist das halt so. Ja klar, da ist noch einer, natürlich. Hab ja sonst nichts zu tun hier gerade.
Okay, dein Schrotz ist schon nice. Sieht echt momentan mein Paket, Frameflow ist so hoch beim Stream. Ganz schön frech. Mal läuft das besser. Naja. Hallo, ihr beiden. Hallo, ihr drei. Oh. Ja, komm. Ach, ich habe keine Muni mehr. Also, zwei Schuss, aber die wollen nicht. Cool. Ich glaube, es ist Zeit zurückzugehen. Keine gute Waffe. Ganz schlechtes Zeichen. Taucht die was? Naja. 11 Schaden. Ja, nee, definitiv nicht. Vielen Dank, Boogeyman, für dein Follow. Willkommen bei der Vision of Space. So. Gehen wir jetzt noch hier oben durch? I don't know. Wir haben halt keine gute Waffe. So gar keine. Man kann ja mal gucken, was da ist. Was soll schon passieren? Haben wir noch, naja, Hälfte vom Leben zumindest. Muss reichen. Ja, okay, gerade nicht. ...64. Definitiv ja. Oh, die war leer, die kann man verkaufen. Finde ich eigentlich auch lustig, dass wenn die Waffe leer geschossen ist, die vom Verkaufen her genauso viel bringt, meine ich zumindest, wie wenn die halt noch Munition hat. Das ist ganz cool, dann einfach die leergeschossenen Waffen zu verkaufen. Weil ich denke, es gibt keine Möglichkeit, die Munition aufzuladen. Soweit ich zumindest weiß, bisher. Oder nachzukaufen. Oder zu looten. Hau ab. Will ich nicht. Echo 30. Was ist das für eine süße Waffe? Was für eine süße, starke Waffe? Ja, okay. Wenn ich treffen würde, wäre es nice. Aber die kann was. Cool. Und hier waren wir schon. Wunderbar, dann gehen wir mal zurück und verkaufen ein bisschen was. Mit Zeit. Wollen wir das Zeug verlieren. Und die Waffe finde ich geil. Ist ja mein Favorite. Plus Schrotze halt für Nahkampf, wenn irgendwas angerannt kommt. Lol, hier lebt ja noch einer. Eigentlich müsste ich die Waffe aufheben für den Boss. Ich glaube, das wäre sinnvoll.
Weil ich jetzt auch natürlich keine Ahnung habe, wie stark diese Waffe eigentlich dann wirklich ist. Na? So. Schauen wir mal. Hoffentlich ist das Astro. Die muss weg. Die, ja. Ist leer geschossen. 300. Ja, können wir mal probieren. Vielleicht verkauft sie sich ja. Die ist scheiße. Und dann das weg und den Rest behalte ich. 111. Ja, nee, 1000 eher weniger. Ich glaube, das wird dann nicht gekauft. Nee. Kann man eigentlich die Standardpistole verkaufen? Ich will es nicht tun, weil ist, glaube ich, eher dumm. Aber könnte man. Okay. Ja, nee. Ja, da, also mit der Lebensenergie, das sie nicht aufhält, finde ich auch schade. Aber auch nicht beim Schlafen, weil das hätte ich jetzt vermutet, wenn man oben sich da schlafen legt, weil sonst hätte das ja gar keinen Sinn, schlafen zu gehen. Hä? Ich habe doch geöffnet. Warum ist das jetzt wieder... Warum darf ich nicht öffnen? Ist es irgendwie falsche Uhrzeit oder so? Deswegen darf ich nicht? Ha. Huh. Ja, mal schlafen. Tatsache. Durch Schlafen auch nicht. Da, ah, das finde ich doof. Also Schlafen sollte das zumindest mal ein Herz wiedergeben, finde ich. Mal ein Herz ist doch fair. Das ist eh scheiße teuer. 50, also 100 Gold pro Herz. Das ist schon so, puh, wenn man mal einen Boss probieren will und verkackt und kein Geld hat, ist das schon scheiße. So, warum darf ich jetzt diesen Laden nicht öffnen? 7.25 Uhr, vielleicht zu früh? Maybe? Probieren wir das gleich nochmal, wenn es 8 ist. Vielleicht ist es tatsächlich einfach zu früh. Mhm. Bin ich auch ein bisschen wundert, warum man in manche Läden nicht rein kann. Weil zum Beispiel, war es hier? Ne, da konnte man... Jetzt kann ich da rein. Ach so, jetzt verstehe ich, weil ich war vorher hier gewesen und ich konnte hier nicht rein. Das ging nicht. Ist aufgeleuchtet, aber ich konnte hier zum Beispiel, ich kann nicht reinlaufen. Funktioniert nicht. Keine Chance. Aber hier geht jetzt. Von. Wollte es nicht. Ich finde es auch schade, dass man mit so extrem wenigen NPCs eigentlich reden kann. So ein paar kleinere Gespräche, die eigentlich kann ich zur Story beitragen oder irgendwelche Quests geben. Einfach nur so just for fun. Oder halt wirklich ein paar Nebenquests, außer dieser eine vom Roboter. Wäre halt schon nice. Oder mit den Sachen, die man interagieren kann, dass hier irgendwas dazu labert. Das fühlt sich irgendwie noch nicht so rund an das Game. So. Fehlt mir noch ein bisschen was. Und besser gesagt, es fühlt sich an wie ein Early Access Game, aber es ist ja als Full Release rausgekommen, so. Das ist halt nicht die beste Entscheidung gewesen, würde ich mal behaupten. So, und hier geht halt gar nichts, so, ne? Das ist nichts, was ich wüsste. Und der selbst in dem Laden konnte man gerade gar nichts tun. Maybe später, weil ich es noch nicht freigeschaltet habe, vielleicht? Keine Ahnung. Aber naja. So, wir haben 9.30 Uhr. Jetzt kann ich wohl meinen Laden aufmachen. Bitte. Das mache ich später. Einen anderen Tag. Ach komm. Ja, gut. Dann halt nicht. So, dann gehen wir mal. Gerne. Na gut.
Boah, einen Boss probieren ergibt keinen Sinn. Oben links wird aber Sinn ergeben. Oder oben rechts. Mal schauen. Ich habe mich nicht geheilt. Verdammt! Okay, also war es ein Bug gewesen. Cool. Ist auch ein absoluter Bug jetzt gewesen, ne? Also, dass ich mich nicht geheilt habe. Da ist natürlich das Spiel dran schuld. Ja gut, die kann ich jetzt auch noch wegmachen, die zwei Leute hier. Ja, es hat halt noch ein paar Bugs, das Game. Aber ist okay, finde ich. Es war, glaube ich, ist ja ein Ein-Mann-Projekt, meine ich. Erstes Spiel von dem ist in Ordnung. Aber also die Bugs, solange die demnächst gefixt werden. Okay. Einfach mal festhängen ist auch eine Option. So. Noch einer. Okay, kurz heilen, das ergibt keinen Sinn mit einem Herz. Das ist viel zu riskant. So, kurz. Ey, lauf. Kurz hier rein. Und dann probieren wir nochmal einen Laden aufzumachen. Wenn wir schon mal da sind. So, auch das hier. Komplett heilen für 250. Warum soll ich das drücken, wenn es nämlich nur 200 kostet? Das sollte ja irgendwie berechnen. Dass das immer die Menge ist, die man braucht. So. Laden. Hallo? Alter. Ach, komm schon. Ich darf nicht. Ich habe meine Miete nicht bezahlt. Ich darf den Laden nicht öffnen. Sehr ärgerlich. Maybe beim Spielerstart oder so. Gestern wieder. Hoffe ich zumindest. Weil ohne, wenn ich den Laden nicht öffnen kann, gar nicht mehr, dann... Naja, ist dieses Spielstand eher RIP. Aber hoffen wir das Beste. So. Okay, der macht gar nichts. Ich wollte schon sagen, der macht gar nichts. Das ist wohl gelogen. Jetzt stirbt. Nein, 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 nein. 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 Oh mein Gott. Das war nicht gut. Diese Enggänge sind aber auch mies, man kann hier halt nicht ausweichen. Ach komm. Aber weißt du was? Gehen wir auf den nächsten Bereich. Ich hab Bock darauf. Ja, genau. Steht einfach direkt hier. Ach komm schon. Ach, da lebt ja noch einer. Natürlich. Na komm, wo ist es?
So, ich will jetzt mal nach oben rechts gehen. Mal gucken, was da noch ist. Ich glaube, den Weg lange werde ich heute eh nicht mehr machen, weil einfach, ja, Internet sagt nein zum Stream gerade leider. Es sind einfach zu viele Standbilder drin. Schade. Aber ein bisschen geht noch. Ja, nee, ich gebe kein Geld für Waffen aus, erstmal. Also nee, nicht nochmal. Jetzt am Anfang habe ich mir eine gekauft. Fand ich ganz nice, hat nur so wenig Muni gehabt, war dadurch eigentlich ein Fehlkauf. Hier, 500 fast, ist klar. Ja, klar. Treff mich auch noch. Tschüss. Das sollte mir die andere Waffe nehmen. Schwarze macht auch im Nahkampf halt echt nicht viel Schaden. So, wo liegt das Geld? Oder die Waffe? Scheint nicht hier. Als ob er... Ach Gott. Ich habe mich eigentlich gerollt, dachte ich, aber wohl nicht. Nö. Geld, klar. Jetzt gedacht. So, jetzt hier oben. Probleme. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Alles nur nicht sterben. Ich kämpfe mal nicht gegen die. Ja, tschüss. Ich war nie da. Da ist irgendeine Kiste. Ja, und schau. So, ich habe keine Waffe gefunden. Hm. Schrott ist einfach leer. Die könnte ich jetzt noch verkaufen, wenn ich halt darf. Ja, mit einem halben Herz muss ich halt nicht reinrennen. Das ergibt keinen Sinn. Ich würde halt nur wieder den Metalldetektor da unten verlieren. Und halt vor allem die gute Waffe, die, naja, auch nicht mehr lange halten wird von der Munition her. Könnte nochmal hier links hin, aber nein. Nein, nein, nein. Boah, Alter, was knapp. Und tschüss. Noch einmal heilen, noch mal Geld verschwenden. Weiß hier nicht anders geht. Cool. Aber ich meine, im Großen und Ganzen ist das schon ein nices Spiel. Ich meine, man kann bisher nicht viel machen. Ich hoffe, es kommt noch gut Content. Das braucht es unbedingt. Es muss dringend die Bugs fixen. Auch die Crashes. Ich hatte ganz am Anfang einen, wo ich gestartet habe. Wollte die Keybindings ändern. Hat das Spiel jetzt nicht so gemocht. Sagen wir mal so. Die Bugs auf jeden Fall. Sehr wichtig. Und vor allem halt Content. Das ist definitiv wichtig. Aber ansonsten mag ich es bisher. Das ist ganz nice. Zwischendurch mal so ein Ding. Ja, why not? So. Hoffen wir mal, dass es jetzt geht. Die Schrotze kann weg. Die ist eh fast leer. Ja, wie viel wollen die Kunden uns dafür zahlen? Das ist halt die Frage. Geht 160, 30 mehr? Ja, gut. Würde mal tryen. Aber wenn ich nicht für die Herzen zahlen soll, wie soll ich denn sonst die Herzen bekommen? Oh lol. Ja, stimmt. Man kann einfach. Das ganze Anfang, wo es das erste Mal Lowlife war, habe ich daran sogar gedacht gehabt, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Ich habe es einfach komplett vergessen. Ja, danke für den Tipp. Ist halt auch so ein Ding, ne? Dass man eigentlich so die
Spielmechanik halt kaputt, so dass es halt geht. Also, okay, keine Ahnung. Ich finde es kacke, dass man so viel dafür ausgeben muss. Aber ich finde halt auch kacke, dass man rein theoretisch. Wobei. Dass man halt keinen Nachteil hat, wenn man sich selbst umbringt, um sein Leben wiederherzustellen. Weil man ja eine Kiste legen kann. Ich meine, wenn diese Buffs zum Beispiel beim Charakter dran wären oder in irgendeinem Menü, wo es nicht rausgeht, das heißt, die permanent sind, bis man stirbt und die auch nicht in die Truhe legen kann. Dafür aber zum Beispiel, ich werde gerade nebenbei Spiel mal neu starten, heimlich. Können wir kurz mal hier switchen in der Zeit auf den Screen. Ich hoffe, danach kann ich halt noch speichern. Ich hoffe, ich kann danach halt die Lande öffnen. Ja, aber halt auf jeden Fall, dass man dann schlafen kann und so und andere Wege einfach gibt, um sein Leben zu regenerieren, wäre es halt eigentlich auch nice. Das ist halt so, die Mechanik nennt das noch nicht ganz so nice. Ist klar. Bedrohung erkannt. Neonblatt ist böse. Es hat sich, ja, und gecrashed. Ist klar. Why? Ja, böses Spiel. Das ist, ja. Darf auf keinen Fall gestartet werden. Weil, ja, kann ja mein PC zerstören. Ist klar. Komm, starte einfach. Ja, und crashed weg. Wunderbar. Ach, geil. Ja. Schön. Okay, ich muss kurz mal meinem Virenprogramm sagen, dass sie das Spiel starten darf. Besser. Mach das mal so. Und starte jetzt das Spiel. Okay, cool. One-Time-Error. Das Spiel will einfach gar nicht mehr starten. Ich habe jetzt das Virenprogramm eiskalt ausgeschaltet und gesagt, ja, also pausiert. Ich könnte eine Sache noch kurz testen, das mache ich ganz schnell. Gib mir bitte mal eine Sekunde. Ansonsten ist ja heute einfach für heute Ende und dann würde ich vorschlagen, dass ich maybe am Freitag wieder reinschaue ins Game. Vorher habe ich leider keine Zeit. Und dann, ja. Läuft vielleicht besser auch das Stream und so. Und bis dahin läuft das Spiel hoffentlich auch wieder. So, Neonplight. Ich probiere einfach gerade mal das Spiel als Admin zu starten. Das war jetzt gerade mein Hintergedanke. So. Nö. Möchte nicht. Gut, wenn es nicht will, dann will es nicht. Ich meine, vielleicht kommt bis Freitag auch nochmal ein Day One Patch oder Day Two Patch, wie auch immer halt raus. Keine Ahnung. Aber generell ein Patch irgendwie. Das wäre cool. Wait. Ach! Cool, es kam eben ein Update raus. Ja, ist ja gut zu wissen. Irgendwas Wichtiges, was man kurz noch erwähnen könnte? Naja. Ein paar Fixes halt. Aber gut. Ja. Freitag mache ich weiter. Bis dahin kommt vielleicht noch ein Update raus. Mal schauen. Und ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum weiteren Stream von Division of Space. Ciao, ciao.